Jo Leute, heute mal wieder ein Tipps und Tricks Video. Und zwar geht es heute ums Baggen. Denn das Baggen ist eine echt gute Taktik auf manchen Strecken. Ich würde sogar so weit gehen, dass auf der richtigen Strecke ein guter Bag eine sichere Platzierung zwischen 1 und 3 ist. Aber schreibt mir auch gerne eure Meinung zum Baggen in die Kommentare. Aber ich zeige euch jetzt 4 klassische Bagging-Strecken und wie man sie am besten baggt. Und by the way, ein Abo und ein Like für mehr Tipps und Tricks Videos wäre wie immer sehr, sehr fresh. Aber jetzt, let's go! Okay, bevor wir mit den Strecken beginnen, lasst uns erstmal alle auf den gleichen Stand kommen. Das Baggen ist eine Taktik, bei der man sich am Anfang der Runde nach hinten fallen lässt, 10 Münzen sammelt und seine Items so lange chained, also rotiert, bis man gute Items hat. Was genau gute Items sind, erkläre ich gleich noch. Wenn beide Punkte abgehakt sind, versucht man möglichst schnell in der dritten Runde nach vorne zu kommen, durch Buildstrats und Shortcuts. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was Buildstrats ist, guckt euch auf jeden Fall mein Video an 10 Tipps. Dort erkläre ich das nämlich. Aber durch die Shortcuts und Buildstrats ist halt das Baggen sehr streckenabhängig und auch nicht für jede Strecke eben geeignet. Und jetzt kommen noch so ein paar grundlegende Sachen, die man zum Baggen wissen sollte. In den ersten 30 Sekunden eines Rennens kann man keine Rakete, Blitz oder Goldpits bekommen. Es kann immer nur einen Geist und eine Blue gleichzeitig in einer Runde geben. Der Blitz kann sich doublen, aber erst nach 30 Sekunden. Erhöhte Chance auf Rakete, Goldpilz und Blitz auf den Plätzen von 9 bis 12 bei einer vollen Lobby. Die Entfernung zum ersten entscheidet ebenfalls über eure Items. Shock Dodge ist nicht zwingend notwendig beim Baggen. So, jetzt seid ihr schon mal mit den Grundlagen vertraut. Zudem wollte ich auch noch einen kleinen Disclaimer geben. Ein paar der Runden sind gegen Bots gefahren, da ich möglichst versucht habe, immer genaue 10 darzustellen und ich die meistens in Form eines Online-Matches nicht hatte. Trotzdem habe ich versucht, immer möglichst viele Online-Runden aus dem Livestream mit reinzunehmen. Und by the way, folgt mir auch gerne auf Twitch, dort streame ich mich häufig und auch meistens sehr lange Mario Kart und andere Nintendo-Games. Link ist in der Beschreibung. Fangen wir mit einer meiner Lieblings-Baggen-Strecken an, und zwar Käseland. Im Endeffekt befolgt ihr am Anfang einfach nur die Grundlagen von gerade eben. Dabei solltet ihr schauen, wie sich die Gegner verhalten, die auch baggen. Halten sie bei den Items an, dann würde ich eventuell einfach durch die Items durchfahren und die neu gespawnten Münzen einsammeln. Oder hält niemand an, dann würde ich kurz beim Single-Item stehen bleiben und schauen, was ich für Items bekomme und sie nach Möglichkeit chainen. Aber denkt daran, Rakete und so weiter könnt ihr gerade noch nicht bekommen. Je nachdem, was ihr gemacht habt, solltet ihr versuchen, euch auf den hinteren Spots, also 9 bis 12, aufzuhalten, mit einer recht weiten Entfernung zum ersten Platz. Ihr chaint dann so lange eure Items, bis ihr eine Rakete bekommt. Die Rakete ist nämlich essentiell auf dieser Strecke, aufgrund der langen Buildstrat. Wichtig ist, dass ihr beim Chainen der Items immer noch weiter hinten bleibt, damit die Chance auf die Rakete groß bleibt. Das heißt nicht, dass ihr die ganze Zeit stehen bleibt, weil dann fliegt ihr aus der Lobby raus, aber ihr nehmt jetzt zum Beispiel mit Pilzen jetzt keinen riesigen Cut, mit dem ihr halt aufholt. Die Rakete solltet ihr auch dann möglichst schnell in den ersten Item-Slot chainen. Und dann kommt es beim Baggen noch darauf an, was ihr als zweites Item habt. Der Blitz ist an sich als zweites Item immer extrem gut. Der Goldschuhm ist ebenfalls extrem gut, da man mit keinem anderen Item so schnell die beiden Endcuts nehmen kann. Mit den Items auf A lassen sich auch beide Endcuts nehmen. Und mit dem Pilz könnt und solltet ihr am besten den zweiten Cut nehmen. Und alles unter B, also Boohoo und Blue, sollten nach Möglichkeit durch Zünden der Rakete gechained werden. Da ihr mit beiden Items die Endcuts nicht safe nehmen könnt. Aber auch das erneute Durchchainen sollte immer überdacht werden. Falls man noch zu weit hinten ist oder kurz vor der dritten Runde ist, sollte man einfach die Buildstrat nehmen und einfach auf ein gutes Item danach hoffen. Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere denken, die Baggen-Takte ist ja doch gar nicht so safe. Naja, zuerst mal ist es Mario Kart, aber wenn ihr es wirklich gut spielt, also wirklich häufig eure Items chaint, das heißt auch manchmal in einem Double-Item stehen bleiben und mögliche Schooms und Sterne direkt im gleichen Double-Item wieder chainen. Ihr steigert damit eure Chance, eine gute Kombi zu kriegen, enorm. Aber kommen wir jetzt mal zur perfekten Kombi. Ihr zündet die Bill in der dritten Runde im ersten Cut. Die Bill lässt euch dann, wenn ihr sie richtig gezündet habt, in der Gleiterpassage raus. Achtet dabei, dass ihr die Bill auch immer schön in die Kurven reinzieht. So seid ihr nämlich ein kleines Stück noch schneller. Eine kleine Warnung noch. Sollte der Abstand zum ersten zu gering sein, dann funktioniert die Buildstrat nicht. Wenn ihr dann aus der Buildstrat raus seid, dann fahrt ihr bis zum ersten Endcut, zündet euren Goldpilz und spammt ihn einfach bis zum Ziel durch. Achtet beim zweiten Cut auch noch darauf, dass ihr möglichst weit links bleibt und nicht wieder zurück auf die Fahrbahn geht. Kommen wir zur Wüste. Das Anfangsprozedere wiederhole ich jetzt mal nicht. Nur ein Tipp zum Münzen einsammeln. Einmal bei dem Sandstrudel im Kreis fahren, um richtig viele Münzen einzusammeln. Kommen wir aber direkt mal zu den Items. Eine Bill ist auf dieser Strecke nicht so gut, aufgrund der nicht vorhandenen Bill-Thread. Ein Goldpilz oder eventuell auch ein Blitz auf dem ersten Item-Slot ist ein sehr gutes Item. Aber selbst wenn ihr einen Blitz habt, solltet ihr zusehen, dass ihr auf dem zweiten Slot den Goldpilz kriegt, da der für den Big Cut am Ende der zweiten Runde sehr, sehr wichtig ist. Aber wenn ihr den Goldpilz auf dem ersten Slot habt, dann eignen sich für den zweiten Slot sehr, sehr viele Items. Oder zumindest die Items, mit denen ihr den Endcut nehmen könnt oder eine blaue dodgen könnt. Natürlich könnt ihr mit dem Boost auch den Endcut verlängern, empfehle ich aber nicht, wenn ihr durch den Goldschum schon Erster geworden seid, da die dritte Runde nach dem Cut noch recht lang geht.
und immer noch ein Blauer kommen könnte oder der hinter euch zieht Reds. Der Geist ist, finde ich, nämlich auf dieser Strecke sehr strong auf dem zweiten Slot. Er gibt dir zwar direkt jetzt keinen Boost, aber wenn du ihn auf dem ersten Platz einsetzt, dann bekommst du dann zu 100% einen Pilz und kannst den Endcut nehmen. Zudem kann dir der Geist nicht geklaut werden und die Dodge-Phase hält länger an als beim Stern. Zudem kann man auch noch sagen, dass es sich auf der Wüste mehr lohnt, den Goldschirm durchzuchainen und mit den Sternen, die ihr immer wieder kriegt, einen möglichen Blitz zu dodgen. Dies liegt daran, dass die Chance, einen Goldschirm zu ziehen, wesentlich höher ist als die Chance, eine Rakete zu ziehen. Zumindest, wenn ihr keinen extrem großen Abstand habt zum ersten Platz. Denn einen extrem großen Abstand würde ich auf keinen Fall empfehlen, da dann die Wahrscheinlichkeit für eine Bill extrem steigt. Auch hier wieder ein Tipp zum Münzen einsammeln. Wenn ihr recht weit hinten startet, könnt ihr rückwärts fahren und die Münzen hinter euch einsammeln. Auf Yoshis Piste gibt es wieder eine Bill-Strat unter dem Wasserfall durch. Das heißt, auch hier wieder auf Bill gehen. Als zweites Item ist an sich der Schock unschlagbar, da man die Top-Spots nach der Bill-Strat nach den Items schockt. Sonst ist auch ein Stern, ein Geist oder ein Goldschirm auch nice, nur dass gegen Ende mit dem Goldschirm nicht mehr viel gecuttet werden kann. Deshalb ist ein Dodge gegen mögliche Reds oder einen Schock besser. Auch hier sitzt die Rakete wieder unterm Wasserfall ein. Die lässt euch dann ein bisschen eklig in der Kurve raus. Dann direkt das zweite Item zünden, es sei denn, ihr habt Shrooms. Dann würde ich sie möglicherweise nicht durchspammen. Auf Marios Piste solltet ihr am Anfang auf jeden Fall zurückfahren und euch zwei Items aus der Seitengasse holen. Dann solltet ihr wieder auf 10 Münzen gehen und als erstes Item solltet ihr am besten eine Rakete haben, da die erste Cut auf dieser Strecke eine Bill-Strat ist. Im Vergleich zu Yoshis Piste will ich sagen, dass sich Goldschirm auf jeden Fall hier wesentlich mehr lohnt. Dies liegt daran, dass man ihn nach der Bill-Strat an sich komplett durchspammen kann und dadurch über die linke Seite sehr, sehr viel cutten kann. Aber Stern und Triple-Schirm sind auch an sich ganz solid, nur dass man halt nicht so schnell ist. Ihr nehmt dann in der dritten Runde die Bill-Strat, dann kommt ihr genau hier raus, nehmt euch ein Item und cuttet, wenn ihr könnt, direkt danach. Was ich zum Schluss nochmal sagen wollte, ist, dass man natürlich auch ohne eine Bill durch einen Shock-Dodge oder einen eigenen Schock nach vorne kommen kann. Leider sind Shock-Dodges besonders in regionalen Lobbys einfach nicht zu predikten, da die Spieler meistens die einfach nur random zünden, wodurch für mich die Option so ein bisschen wegfällt, beziehungsweise hat die Option nicht viel mit Taktik zu tun. Auf der anderen Seite einen Schock selbst zu kriegen, ist wie am Anfang gesagt wesentlich schwieriger als einen Kugelwilli zu kriegen. Dies liegt natürlich daran, dass die Chance einen Kugelwilli zu ziehen wesentlich höher ist als die Chance einen Blitz zu ziehen und ein Blitz kann auch nur jede 30 Sekunden gezogen werden. Wenn man sich dann überlegt, dass eine Runde ca. 2 Minuten geht und in den ersten 30 Sekunden gar kein Schock gezogen werden kann, heißt, dass maximal 3 Schocks in einer Runde gezogen werden könnten, theoretisch gesehen. In der Praxis ist dann meistens einer oder gar keiner oder ab und zu bei Bagging-Strecken kann es auch mal vorkommen, dass es 2 sind. Trotzdem, wenn ihr einen Schock ziehen solltet, solltet ihr den möglichst nach 30 Sekunden einsetzen, da ihr sonst vielleicht sogar selbst geschockt werdet. Zudem solltet ihr auch, wie in meinem 10-Tipps-Videos erklärt, möglichst die Top-Spots Target-Schocken und mit einem möglichen Goldschirm vorschuben. So, das waren jetzt 4 klassische Bagging-Strecken und wie man sie baggt. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr weitere Hilfe in Mario Kart braucht, dann schaut auch gerne in den Community Discord. Dort findet ihr noch ein paar Grafiken aus vergangenen Videos oder auch Mitspieler, falls ihr welche sucht. Link ist in der Beschreibung und dann wünsche ich noch viel Erfolg beim Baggen und haut rein!